So, und damit dann auch wieder hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Woche voller Orkschar Let's Plays. Und wir fangen natürlich, wie sollte es anders sein, heute mit Space Engineers an. Gestern gab es keins, muss ich an der Stelle entschuldigen. Ich habe das irgendwie vorher geplant gehabt aufzunehmen, habe mich ja dann umentschieden und gesagt, okay, ich mache dann jetzt doch kein Special, sondern mache das im Livestream mit den Raketen. Wollte dann eigentlich, weil ich mir dachte, ja gut, okay, dann nimmst du jetzt halt noch kurz auf und schiebst es dann halt ein paar Minuten später praktisch hoch zu YouTube und dann entsprechend ist es für euch da, aber Sonntag ging es mir dann irgendwie nach dem Stream nicht so gut, musste mich dann hinlegen, Fieber wieder gekriegt und alles und irgendwie sitzt die ganze Nase dicht und so und was ist meine Kopfhörer hier? War ein bisschen unangenehm, also ist das Ganze dann nichts geworden, aber ist auch nicht so tragisch. Es gab, glaube ich, genug anderes zum Gucken. Aber ich war trotzdem nicht untätig in unserer LP-Welt. Ich habe vorher so ein bisschen nebenbei gebastelt. Wir werden uns das gleich angucken. Der Hangar und so ein, zwei andere Sachen habe ich so ein bisschen versucht voranzubringen, weil es sonst halt echt, wenn wir das alles nur im LP machen, hatte ich auch schon erzählt, das machen wir jetzt nicht mehr so, dann ist das einfach zu langwierig und dann kommen wir niemals an unser Ziel, weil dann müsste ich ständig Folgen machen mit 30 Minuten, wo wir dann stundenlang nur immer hängen. Platzier da, platzier da, platzier da, Schweiß, Schweiß. Also das ist so, zum einen ziemlich monoton, eintönig und zum anderen halt wenig produktiv. Und wir sehen es hier schon. Eine Aussicht auf unser Hangar. Das Tor da vorne hat sich ein bisschen verändert. Links und rechts und hier vorne der schmale Steg ist etwas breiter geworden. Und ich habe jetzt hier mich dazu entschieden, so eine Art kleine Kommandobrücke hier zu machen, ne? Wo man dann hier steht. Der Hangar geht ja noch eine ganze Weile in die und die Ecke. Und dann kann man hier gucken, sich einen Überblick verschaffen. Ich habe hier durch die eine Mod diese Monitore, die echt ganz hübsch aussehen, dran gesetzt. Hier, das ist dann für das Hangar-Tor zum Beispiel da, ne? Diese aus der Mod die Hangar-Tore schließen sehr, sehr schnell. Das ist echt gut. Beziehungsweise öffnen sie halt auch sehr schnell. Hier dann halt die Kommandobrücke, wo man dann sowas macht, wie zum Beispiel Daten transferieren, also oder Sachen transferieren von einem Schiff zum anderen und so weiter und so fort, wo wir entsprechend noch Kameras machen, dass man dann auch sieht, ist das Raumschiff richtig angedockt und dass man halt einfach so ein bisschen den Überblick hat, ne, was passiert da jetzt eigentlich gerade. So, es gibt jeweils an jedem Bereich, an jeder Seite gibt es ja einen Ein- und Ausgang. Wir können das gefahrlos aufmachen. Denn hier würde es erst rausgehen ins Wetter. Diese sind auch mit der Lüftung verbunden. Das musste ich alles noch ein bisschen umbauen. Ne? Normalerweise ging das Glas da eins höher. Habe ich wieder rausgenommen. Das Ganze hier auch. Hier ist, deshalb sind noch die Teile da oben, man sieht es hier so, da ist ein Gravitationsgenerator. Weil hier wäre sonst ja keine Schwerkraft gewesen. Damit das endlich vorbei ist, ist entsprechend jetzt dann das Teil dann auch da. Das ist dann jetzt so eine Art Zwischenraum. Einfach nochmal als Sicherheit für uns. Und wir sehen hier die Pipeline, die entsprechend hier lang geht. Und dann kommen wir dann so praktisch zurück. Zu unserem wundervollen Räumchen. Genau. Hat was, ne? Ich muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden, was das angeht. Bin gestern... Was, gestern? Nee, also irgendwann die Tage muss das gewesen sein. Das muss noch länger her. Freitag? Kann Freitag gewesen sein. Bin ich hier in diesem Raum gestorben. Ja, und zwar haben wir wohl irgendwie aus Versehen einmal diesen Sensor da oben ausgelöst. Allerdings nicht richtig. Sodass das hier noch auf Luft entziehen gestellt war. Und dadurch war das dann ein luftleerer Raum und ich, warum auch immer, konnte da gar nicht so schnell raus und bin dann ratzfatz auf einmal down gegangen. Das war ein bisschen nervig. Ja. Ach ja, und, das muss ich noch zeigen. Habe ich den Helm auf? Ja, Helm ist auf. Also hier werden jetzt auch keine Sensoren dran gemacht. Dadurch, dass das Ganze sonst... Also wir haben hier auch... Ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, wie weit die Gravitation bis hier hinten reicht. Okay. Also bis hier reicht sie. Das ist absolut in Ordnung. Hier vorne brauchst du nicht. Weil ich habe das Schiff nämlich umgebaut, denn ich habe festgestellt, beziehungsweise konnte ich mich daran erinnern,
dass es beim Starten so ein bisschen Probleme hatte, weil die Triebwerke direkt auf dem Boden hingen. Ne? Das hat nicht so ganz funktioniert. Also habe ich hier nochmal so einen Ring draufgesetzt und dann entsprechend jetzt die Fahrwerke dann da platziert und habe hier den Blockverbinder weggenommen und einen normalen Verbinder hingesetzt, dass wenn wir hier andocken, Treibstoff und Waren und alles mögliche transferiert werden kann. Das andere würde uns ja nichts bringen. Also von daher, das funktioniert auch hoffentlich ganz gut, denke ich mir. Und hier hinten habe ich jetzt wieder Solarpanels dran gesetzt. Das hatte ja gefehlt, die hatten wir ja kaputt gemacht. Aus Versehen natürlich. Hier vorne, wir sehen es, diese Ecke hier, da habe ich ein bisschen das mal so gemacht. Und ja, schon angedeutet, dass es weitergehen soll. Und hier oben bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich so eine Kuppel drauf mache vielleicht noch und vielleicht doch ein bisschen Glas, aber eigentlich geht es da drin, ist Beleuchtung vorhanden, das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Licht. Ach ja, aber ich musste nämlich feststellen, dass die hier gar keine Sonne abbekommen, weil die Sonne im Moment, ja keine Ahnung, wo ist sie denn eigentlich? Irgendwo. Also sie ist jetzt gerade irgendwo, aber sie ist gar nicht da. Sie war nämlich die ganze Zeit da vorne. Ach ja, da ist sie auch immer noch. Das heißt, wir sehen, nur der hier bekommt ein bisschen Sonne ab und der auch ganz minimal. Na, hier so ein Bruchteil. Also nicht wirklich effektiv. Gut, wir haben einen Generator, aber das bringt mich ja nicht weiter. Also habe ich hier vorne noch welche mit reingesetzt. Gut, die sind jetzt auch, wenn wir es sehen, hier nicht super optimal ausgelastet. Aber wir haben sie da und sie bringen halt zusätzlichen Strom. Und das finde ich ganz gut. Außerdem sieht es irgendwie ganz genial aus, ne? Hat was. Ja. Und selbsterklärtes Ziel ist natürlich jetzt als nächstes dann irgendwie dafür zu sorgen, dass wir den ersten Andockplatz dann entsprechend fertig machen, damit dann das ein oder andere Schiff hier endlich mal eine fixe Position hat. Wobei es bei dem hier echt interessant werden wird, wie wir das lösen wollen, denn der braucht schon sehr viel Platz von der Höhe her, ne? Dadurch, dass die Solarpanels hier unten sind. Das ist echt nicht ohne. Ich habe schon überlegt, ob man sonst das zum Einklappen macht. Oh. Wäre halt noch eine Möglichkeit, ne? Dass man irgendwie hier einen Motor dran setzt, dann so eine kleine Stange dran macht, dann darunter das Solarpanel und das Solarpanel dann praktisch nach hier eingeklappt wird, dann wäre er natürlich deutlich schmaler. Ja, deutlich ist übertrieben, aber wenn man das oben und unten macht. Ja. Und es hat einen coolen Effekt mit diesem Zusammenklappen dann wieder so aus. Ja, es hätte was. Also es wäre zumindest eine Möglichkeit, ne? Ja. Weiß ich nicht, ob wir das probieren wollen. Aber wenn ich den jetzt so versuche anzudocken, das könnte echt ein Problem werden. Na gut, der Raum muss hier noch höher werden, auf jeden Fall. Also mindestens so hoch wie das. Siehst du, da können wir mal... Habe ich... Nee, Startplatten habe ich gar nicht. Warte mal, wir brauchen jetzt mal ein paar. Wir müssten eigentlich genügend drin sein. Da. Wundermärchenhaft. Richtige Farbe nur noch auswählen. Dann passt das. So. Das ist wirklich die Sache, wie hoch gehen wir noch, ne? Also ich hätte es fast gesagt. Wir nehmen hier jetzt die... Ah, hier machen wir so einen Pfeiler. Das finde ich gut. Das hat was. Also ein bisschen Verzierung praktisch reinbringen. Und dann... haben wir hier das. So, und hier werden wir auch dahinter anfangen, würde ich sagen. Sicher? Ach, Mist. Das ist immer so doof, dass er diese Richtung verändert. So.
Schön, alles der Reihe nach. Ich glaube, ich werde das doch dann hier so draufsetzen. Ja, wenn es gleichmäßiger ist, sieht das irgendwie besser aus. Ja, genau. Ach, Mist. Schon wieder. Na egal, ich muss das hier eh wegnehmen. Weil hier von der Rückseite her sind die Solarpanels geschützt. Dass, falls innen drin irgendwas passieren sollte, die dann von dort aus nicht zerstört werden. Klar, jetzt könnte man sie von außen zerstören, aber naja, wir können uns nicht gegen alles schützen. Das wird nicht funktionieren. So, genau. Wunderbar. Und dann könnte man ja jetzt das so machen. Also bin ich gerade überlegen, wegen dem Dach. Also ich glaube, ich würde hier jetzt sagen, wir fangen hier dann mit dem Dach an. Das ist praktisch hier so in die Richtung. Ja. Und so einfach mal so als Wegpunkt, beziehungsweise als Anhaltspunkt, so ein paar diese langsammeln. Oh, das ist vielleicht schon zu viel. Ja, das... vielleicht ein bisschen zu viel. Bisschen übereifrig gewesen. Ja, so ungefähr können wir es lassen, glaube ich. Genau. Und dann... Oder doch noch? Ich muss mal ganz kurz gucken mit dem Raumschiff. Wie sich das da jetzt mit verhält. So. Also es passt sich auf jeden Fall durch, ne? Das wissen wir. Ja, also das sollte eigentlich locker reichen, sag ich mal, ne? Das ist ja auch bisher, ist ja so von den Maßen her, den Ausmaßen, wirklich das größte Schiff. Durch die Solarpaneele, die wir da haben, die Solarpanels. Genau, und dann habe ich jetzt schon eine Idee, dann machen wir das so. Und dann machen wir das hier oben drauf dann praktisch... So in dieser Art. Ja, dann haben wir hier so eine Art noch kleine... Das ist locker, ne? Ach. So eine Art kleine Verzierung, eine Kleinigkeit, die sich so ein bisschen abhebt. Kann man nach links und rechts dann mit diesen Schrägen machen, dass ein bisschen hübscher noch aussieht. Das ist eigentlich so lustig, hinten so der kleine Kommandobereich, hier so die Lobby und da dann entsprechend der Kontrollstand, Kommandostand für den Hangar. Die eigentliche Station an sich ist ja recht klein gehalten, ne? Ja gut, man braucht da wirklich nicht viel Platz. So. Machen wir das hier auch mal. Dann können wir hier gleich loslegen mit dem anderen. Und massenhaft davon aufbauen. Ja. Da haben wir fleißig zu tun. Achso, jetzt habe ich da aus Versehen einen da drunter gesetzt. Der ist nicht so wild. Mach's mal so. Genau. So. Den nehme ich aber trotzdem weg. So. Ist eigentlich ganz gut, ne? Ja, geht auch recht zügig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, hier mal zumachen. Na komm. Zumindest dieses eine Teilstück hier. Selbst wenn das jetzt nur aus Stahl Streben ist und also noch nicht richtig fertig ist, trotzdem wirkt es, finde ich, schon beeindruckend, ne? Ja, es hat echt was. So. Ich mache jetzt erstmal hier diese eine Reihe fertig. Das finde ich irgendwie besser. Okay, genau. Und raus da. Und yes. Sehr schön. Wo ist es? Da ist es schon. Sehr gut. Warte mal. Genau. Müsste vielleicht sogar... Also müsste rein theoretisch... Nicht so rein theoretisch, es müsste auf jeden Fall reichen.
So. Deine schönen Langfliegen seitlich. Ja, es geht echt wahnsinnig schnell, ne? Vor allem, da wir links und rechts zwei Stück haben, brauchen wir halt nicht wirklich stehen bleiben, sondern können weitergehen. Der erste macht den ersten Teil, der andere macht den Rest davon. Und ratzfatz sind wir damit durch und haben hier eine Bahn nach der anderen geschafft. Jetzt sind wir auch schon am Ende, nämlich, ne? Ja, Wahnsinn. So. Bloß in die Ecke werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Schätze ich mal. Oh, doch, geht sogar. Sehr schön. Sehr gut. Ah, keine Stahlplatten mehr. Puh. Na ja, gut, bei 20 Stück pro Ding oder 25 und dann so vielen. Kein Wunder, rein theoretisch. Wir müssen auch noch gucken, dass wir da irgendwie eine Beleuchtung machen, dass es entsprechend noch vernünftig aussieht. Aber das sieht schon geil aus, wenn ich das so sehe. Doch, ja. Und dann müssen wir auch definitiv gucken, weil das ist ganz gut, wenn wir das hier unten drunter freilassen, können wir da Rohre lang verlegen, dass wir hier oben drauf dann wirklich Automatikgeschütze setzen, die dann mit der Munition allem versorgt werden, damit wir wirklich das Ding hier abgesichert haben. Weil wenn hier jetzt was passiert, wir haben jetzt extra schon nur aus Kostengründen, weil das andere wäre halt echt zu heftig, die leichte Panzerung genommen. Und dann müssen wir es erst recht schützen, weil das ist ja ratzfatz erledigt. Das ist ja schneller kaputt, als man es aufgebaut hat, schon fast. Ja. Aber nun gut. Ich werde mich an der Stelle erstmal wieder zurückziehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne so als nächstes Raumschiff sehen würdet, was wir da basteln. Würde mich freuen auf eure Ideen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.